So, genug von diesem ganzen Parmesan. Es wird Zeit, sich den Online-Multiplayer anzuschauen in Mario Kart Tour. Moin, Brüder, was geht? Wir sind jetzt endlich zugelassen zum Zocken des Multiplayer-Games. Das Entwicklerteam sagt Folgendes. Im oben angegebenen Zeitraum findet ein Mehrspielertest statt. Und zwar für 6 ganze Tage. Es ist um 8 Uhr morgens heute gestartet. Am 23. Januar, leider nicht am Mittwoch, meine Kerle, aber ihr seht, wann die Tour im Multiplayer endet. An welchem Tag. Im Gegensatz zum vorherigen Mehrspielertest können an diesem Test alle Spieler, nicht nur Abonnenten des Goldpasses, teilnehmen. Das hatten wir ja schon abgeklärt im letzten Video zu Mario Kart Tour, was ich halt auch ziemlich cool finde, dass diesmal alle zugelassen sind, nicht nur die Goldpass-Mitglieder. Und damit würde ich doch sagen, gehen wir rein in den Multiplayer-Modus. Wir lehnen den Gerätsstandort ab. Ich hoffe, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, alles klar. Super. Standort lasse ich jetzt erstmal für den Anfang aus. Es gibt den Bowser Cup, der ist gerade angegeben. Das heißt, man darf hier in dem Test nicht auswählen, welche Art von Strecke man wählen möchte, sondern das ist vorgegeben. Sehr interessant auf jeden Fall. Diesmal ist es der Bowser Cup. Da wählen wir auch direkt mal Bowser aus, zusammen mit den geilen Karren hier. Und wir haben hier auch unten rechts eine Zeit, die uns angezeigt wird. Ich würde sagen, wir legen los. Brüder, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte. Und solltet ihr auf dem Kanal hier neu sein und ihr wollt mehr von Mario Kart Tour sehen, lasst gern ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir zocken jetzt hier zu siebt. Es gibt keinen Vorspann über die Strecke, sondern es geht direkt los. Also ich denke mal, ja, okay. Es kam wahrscheinlich noch im Background ein bisschen diese Wartezeit, die man von Mario Kart Tour gewöhnt ist. Ihr kennt diese Wartezeit-Kicks, um auch sicherzustellen, dass auch wirklich alle bereit sind. Ja, die verehrten Brüder. So, wir wollen natürlich gucken, dass wir hier dementsprechend auch viele Punkte machen. Ja, und dementsprechend auch vielleicht weiter nach vorne kommen. Da! Das Ding ist halt, ja, das sind diesmal wirklich keine Bots, gegen die ich fahre. Ich fahre gerade wirklich auch zum allerersten Mal gegen richtige Spieler in Mario Kart Tour. Oh nein! Okay, wir sind als Fünfter reingekommen. Das ist gar nicht so gut. Und wenn man bedenkt, dass ich hier auch immer in die ganzen Bananen reinfahre, die hier alle sind. Das war mir auch schon klar, direkt als ich da gelandet bin. Ja, ich werde in die Banane reinfahren. Und da ist es sogar völlig egal, welche Banane. So, rein in den geheiligten Aal jetzt. Wir müssen sie jetzt alle wegpulverisieren. Gib mir noch ein Item. Gib mir einen Pilz. Ja! Gott, Alter, ich bin einfach Letzter, oder was? Natürlich macht er auch am Ende keinen Boost oder so, sondern der ist ganz langsam über dem Abgrund am Schweben. Man kennt es ja auch nicht anders von meinem Glück. Ja, wir sind Letzter, das ist ja wunderbar. Alles klar, ja, das war schon mal die erste Runde. Kann man sagen, dass sie flüssig lief? Wurden mir die anderen Spieler flüssig angezeigt? Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Ich war gerade viel zu sehr damit beschäftigt, Daisy auszuwählen. Wir gehen in die nächste Runde rein. Voreingestellt sind hier auch 150 CCM, das heißt, man fährt auch hier während des Tests immer die vorgegebene Zahl. Also es kann natürlich sein, dass man irgendwann vielleicht mal 100 fährt oder Spiegel oder so. Aber ich habe gerade zu diesem Zeitpunkt 150 CCM bekommen. Wir werden mal ein paar Rennen zocken auch und auch mal schauen, wie das hier läuft. Jetzt machen wir hier natürlich weiter auf dem Shy Guy Bazaar RX. Ja, das Problem, was ich halt eben hier habe, ist, ich habe leider nicht den benötigten Charakter, um hier 3 Items zu kriegen. Das heißt, ich fahre immer mit 2 Items hier durch. Was vielleicht auch zur Folge hatte, dass ich hier leider nicht als Erster ins Ziel kommen konnte. Ich denke mal, da wird das auf jeden Fall auch reinkicken. Ja, wenn du hier Spieler hast, die 3 Items ziehen können, du selbst aber nur 1 oder 2. Ja, also wenn die Gegner dann 3 Items ziehen, dann bist du einfach, wenn du nicht auch 3 Items ziehst, du bist, ich sag mal so, also du kannst deine Fahrskills nutzen, wie du willst, aber ich glaube nicht, dass das groß was bringen wird. Ich denke eher, dass du belohnt wirst, wenn du hier mit 3 Items rumgurkst. Mhm. Halten uns aber gerade hier ganz gut in diesem Rom-Rom, in diesem Raum. In diesem Raum-Raum. Oh, das ist ein Mega-Bowser gewesen, gut, dass der uns nicht umgefahren hat. Dennis, du Ehrenmann. Ja, er war wahrscheinlich, wie man so schön sagt, ein Freund. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt gerade, wo ich hier mal darauf achte, wie die Spieler hier so rumfahren, es sieht halt schon
Es sieht flüssig aus. Hier und da werden Spieler, glaube ich, für ein bisschen zurückgesetzt. Hat man, glaube ich, gerade ein bisschen bei Bowser gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gefahren werden hier übrigens auch zwei Rennen. Also beziehungsweise zwei Runden halt, ihr wisst. Mal gucken, ob wir jetzt hier aufgrund dieser asozialen Art, die wir vor an den Tag gelegt haben, ob wir es schaffen, jetzt auch damit auf Platz 1 zu kommen. Ich hätte ganz gerne mal meinen Schutz, wenn das geht, ja. Halten unsere Items auch mal, weil Panzer und Banane klingt erstmal ganz gut. Ich würde aber gleich vielleicht bei der neuen Itembox auch sagen, komm, machen wir Drive-In. Zum Mitnehmen bitte, neue Items. Dankeschön. Ja, Gönnung würde ich sagen. Alter, als ob wir jetzt erst... Huch! Als ob wir jetzt wirklich als Erster ins Ziel kommen. Brüder. Oh, fuck. Das kam mir doch keiner... Erzählen? Habe ich es geschafft? Bin ich Erster? Wieso wird mir die Platzierung nicht angezeigt? Hallo? Aha. Ja, wunderbar. Da haben wir es auch endlich mal geschafft. Alle guten Dinge sind ja nun mal zwei. Wir sind Erster. Ich denke mal, das wird uns aber trotzdem nichts bringen, oder? Ja, okay. Also man sammelt hier wirklich keine Punkte oder so während dieses Tests. Das ist einfach nur just for fun, wie es aussieht. Okay. Ja, wenn das so ist, dann ist das so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob, und also, beziehungsweise wann die Cups hier gewechselt werden. Das ist eine ziemlich interessante Frage. Ich kann mir vorstellen, irgendwie einmal täglich oder sowas. Oder wenn, dann mehrmals stündlich. Dass da die Cups durchgeswitcht werden, dass man nicht immer die gleichen Strecken fährt, weil es ja an sich drei Strecken sein werden. Jetzt haben wir hier Bowsers Festung 1X. Die dritte Strecke dieses Cups ist auch wahrscheinlich die letzte dann. Ich bin mal gespannt. Ich denke nicht, dass wir gleich hier zu 8 irgendwelche Challenges machen werden oder so. Das wäre an sich ziemlich jäh. Aber wie viele ja auch mit Bowser fahren, ne? Das ist einfach die Bowser-Ehrenrunde. Mit den Bowser-Ehrenbrüdern. Es sind halt wirklich nur Bowser, ne? Es sind halt wirklich nur Bowser. Ich glaube, ein Yoshi ist da noch bei oder so. Ne, ein Iggy ist dabei, sehe ich gerade auf der Karte. Ein Iggy ist dabei. Und das war es dann auch komplett. Ja. Macht aber schon ziemlich Bock, muss ich sagen, hier gegen andere zu fahren. Ist auch, wie man hier schon sehen kann, fordernder auf jeden Fall. Wenn wir hier immer als Siebter fahren. Ja. Als Siebter, ja. Nun denn, meine Kerle. Ich würde sagen, das war's. Rotzen wir sie jetzt alle um. Cool, dass auch meine roten Panzer gar nicht getroffen haben. Ob das was mit der Verbindung zu tun hat, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht, dass die alle gegen die Wand gefahren sind. Wie denn? Ist auch gar keine da gewesen. Aber nun denn. Fahren wir mal unten lang. Wir wurden ja dazu genötigt, haben aber keine Items, ey. Das ist ziemlich mies. Und das könnte uns... Ah, natürlich. Und wir fahren als Letzter ins Ziel wahrscheinlich, oder? Ne, als Sechster, alles klar. Ja, also während dieses Tests hier, halten wir mal ganz kurz hier die wichtigsten Punkte zusammen. Während dieses Tests werden keine Punkte gesammelt. Es ist eigentlich komplett egal, was für eine Platzierung du hast. Es ist an sich nur, um auszutesten, wie das hier funktioniert. Und es funzt schon wirklich ganz okay. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich finde, es läuft ziemlich gut. Man sollte natürlich auch eine gute, stabile Verbindung haben. Hier natürlich, der Ergebnisscreen leckt hier und da mal ein bisschen, ne? Und man sagt ja auch hier, hey, während dieser Beta sollte man immer Verständnis haben, dass es halt eben zu Verbindungsabbrüchen kommen kann, dass das Spiel abstürzen kann und sowas. Das kann halt passieren, ist jetzt nicht der Regelfall. Also ihr seht jetzt gerade hier, ist es nicht passiert. Die Ladezeiten sind halt manchmal ein bisschen strange. Also es lädt halt schon mal hier und da ein bisschen, aber... Ich denke mal, das ist der Beta zurückzuführen, also diesem Test hier. Diesem Jungfernflug mit allen Spielern, das muss man ja auch bedenken. Ja, ist es ja so, dass alle Spieler fahren und nicht nur einer und dann wird halt ein Bot-Rennen geladen. Ne? Wir müssen ja bedenken, dass wir hier die Verbindungen von 7, also im besten Falle 7 anderen Spielern gleichzeitig halt noch laden müssen. Plus halt eben noch meine Animation und meine Bewegungen, die halt noch den anderen weitergegeben werden muss, ja.
Ich muss sagen, das online gerade hier auf einem Mobile-Gerät. Läuft. Läuft. Ich denke mal, es wird trotzdem irgendwann die Zeit kommen, wo ich in eine Banane reinfahre, die nicht da ist. Oder wo ich von einem roten Panzer abgetroffen werde, obwohl ich gar nicht in der Nähe stand. Oder obwohl ich gar nicht in der Range war. Wie wir das eben gesehen haben mit dem roten Panzer, aber das zum Glück nicht passiert ist. Aber solche Situationen werden safe kommen, dass wir von Items getroffen werden, die uns eigentlich gar nicht hätten treffen dürfen. Lange Rede, kurzer Sinn, so. Oh mein Gott! Ja, meine Kerle. Ja, meine Kerle. Und als erster beenden wir doch hier dieses Video. Macht schon wirklich Bock, ja. Ich müsste jetzt halt nur wissen, wann die ganzen Cups gewechselt werden. Ansonsten bin ich hier dann doch schon sehr zufrieden mit dem Ganzen. 6 Tage geht das Ganze jetzt bis zum 29. Ihr habt jetzt noch 6 Tage Zeit, das auch auszuprobieren. Ich an der Stelle bin aber dann mal raus. Es gibt noch die Möglichkeit, einen Raum zu erstellen. Mit Spielern aus meiner Nähe und so. Ob das diese GPS-Dingenskirchen ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mir mal anschauen, wie das mit dem GPS-Standortgedöns aussieht. Aber mehr dazu eventuell mal in einem anderen Video. Ich wäre jetzt raus. Das ist soweit der Online-Modus von Mario Kart Tour. Ja, ein Cup. Wenn ich jetzt draufklicke, sagt mir Todd nicht, wann der Cup gewechselt wird. Da steht aber auch Bowser Cup 3 Minuten. Heißt das, in 3 Minuten wird er geswitcht? Ich warte mal ganz kurz auf Ehre. Und ich warte mal ganz kurz ein paar Minuten und sag euch dann, wie es ist. Ja, okay, also interessant. Es scheint wirklich so zu sein, dass der Cup innerhalb einer bestimmten Zeitspanne gewechselt wird. Sehr, sehr cool. Ich würde mal sagen, ich warte dann auch mal auf Ehre ab, welcher Cup als nächstes drankommt. Und ja, meine Kerle, nunmehr sollte uns in weniger als einer Minute der nächste Cup bevorstehen. Ich denke mal, dass die Cups genommen werden, by the way, die, ach so, aha, Krass, dass da sogar ein Sekundenanzeiger ist. Ich dachte, als da eine Minute stand, das ist ja anders pünktlich, Alter. Bin ich gerade in Mario Kart oder auf einem Bahnsteig, Alter? Jedenfalls, ich denke mal, dass die Cups genommen werden, die auch in der jeweiligen Season am Start sind und so. Schade finde ich es halt wirklich nur, dass hier wirklich Cups ausgewählt sind, ja. Dass man quasi mehrmals die gleichen Strecken fahren muss. Und ich denke mal, jetzt gleich werden wir erfahren, wie lange ein Cup geht. Das ist halt auch immer interessant rauszufinden. Also ich schätze mal 15 Minuten, eine halbe Stunde, wenn das da schon sekundenmäßig angezeigt wird. Also muss das wirklich kurz sein. 30 Minuten, alles klar. Jetzt ist der Boohoo Cup dran. Gucken wir mal, ob der auch in der Rangfolge her der nächste ist oder ob das zufällig ist. Dieses andere Splatoon Map Rotation, Alter. Ja, es gibt wirklich eine Cup-Rotation. Das ist ziemlich cool. Sprechen wir das mal so aus, wie es ist. Ist eine ziemlich coole Sache. Also und bei einer halben Stunde wäre jetzt bedenkt man so, ja, das ist doch an sich viel zu viel, aber man muss bedenken, es ist halt eine halbe Stundenspanne, in der Leute die Chance haben, online halt eben 3 Strecken zu spielen. Und 3 Strecken, da bist du in vielleicht 7 Minuten durch. Also 7 von 30 Minuten, ja, du musst halt 7 Minuten halt safe da sein, so. Und ich denke mal, dass die Zeit deswegen so gewählt ist. Aber ja, so weit also dazu, zu diesen Cups und zu diesem ganzen Online-Gedöns und so weiter. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.